Halleluja. Preis dem Herrn. Wartend steht Jesus vor der Tür, klopft an und er sagt, siehe, wer die Tür auftut, zu dem will ich einkehren und mit ihm das Mahl halten. Heute predige ich über unsere Bestimmung. Wozu sind wir bestimmt? Wozu bist du auf der Welt? Ja, nicht nur zum Brot essen und Wasser trinken, Luft zu veratmen und CO2 auszustoßen. Wir haben eine Bestimmung. Gott hat uns ein Ziel gegeben, eine Berufung, eine Definition für unser Leben. Ja, für was lebst du? Was ist das Lebensthema von deinem Leben? Ja, ich bin Prediger zum Beispiel. Und was bist du? Verstehst du, hast auch eine Aufgabe in deiner Familie, wo auch immer. Ja, wir haben alle einen Auftrag, eine Absicht Gottes, eine Botschaft auszurichten, ein Thema. Ja, was ist das Thema? Ich hoffe nicht, dass du das Thema deines Lebens verfehlst. Ja, wir haben eine Bestimmung, für irgendetwas sind wir alle da. Und wir haben eine Existenzberechtigung, ob die Leute das glauben oder nicht, ob das annehmen oder nicht. Ich habe eine Existenzberechtigung vor Gott. Halleluja. Gott gab uns große Aufgaben. Gott hat gesagt, herrscht darüber. Ja, über das, was uns anvertraut ist, was uns gegeben ist. Dem einen mehr, dem einen weniger, dem einen Talent, dem anderen zwei Talente, dem anderen fünf Talente. Ja, herrscht darüber, wuchere, bring Gewinn für dein Leben. Macht euch die Erde untertan, hat der Eva und den Adam gesagt. Ja, jedem Volk hat er etwas anderes gegeben. Die Deutschen haben was ganz Besonderes. Die Franzosen sind Feinschmecker, verstehst du? Italiener, Opera, verstehst du? Ja, und die Deutschen, die Germanen, die haben auch eine Aufgabe. Die haben Rom zerstört. Ja, schon damals, verstehst du, sind sie nach Rom rein und dann später die Reformation. Die Deutschen haben eine Aufgabe. Ja, und die Deutschen haben eine Funktion. Berliner, ja, die sollen erkennen, was ihre Aufgabe ist. Wir sollen leuchten, ich sei das Licht der Welt. Ja, wir sind das Licht der Welt. Es ist kein Zufall, dass du hier bist und diese Predigt hörst. Die Freimaurer und die Grünen und was weiß ich, welche andere Gesindel, die weben hier das Leichentuch Deutschlands. Ukraine will unbedingt uns in den Krieg hineinziehen. Der General A.D. Kujat hat heute Morgen in der Deutschen Welle und der Deutschen Zeitung geschrieben, ein ehemaliger Vorsitzender der NATO-Militärausschusses, er sagte, liefert nicht Waffen nach der in die Ukraine. Und so weiter und wirft dem Kiew vor, also der Ukraine-Regierung vor, sie versuchen Westen in den Krieg hineinzuziehen, sie wollen, dass wir in den Krieg hineinkommen, es reicht denen nicht aus, dass die den Hintern voll kriegen, jetzt sollen wir auch noch den Hintern voll kriegen, ja. Und er sagte in der Osnabrücker Zeitung, stand es heute Morgen drin, wenn jetzt weitreichende Waffen geliefert wären, dann wären die Möglichkeiten der Ukraine, solche Ziele anzugreifen, die für Russland von existenzieller Bedeutung sind und so weiter. Und das Risiko vom Krieg steigt weiter. Kommt ein Atomkrieg auf uns zu? Es kann ganz leicht kommen, verstehst du, kein großes Problem. Wenn hier die dummen Waffen in die Ukraine liefen und die Ukraine will unbedingt den Westen in den Krieg hineinziehen, trenn dich von diesen Idioten in aller Liebe. Also ich möchte mit den Grünen nichts zu tun haben. Die Grünen sind die größten Kriegstreiber zurzeit in unserer Nation. In aller Liebe. Sie weben das Leichentuch Deutschlands. Ja? Milliarden jetzt noch lebender Menschen werden sterben. Ja, meine Predigten bereite ich auf die Ewigkeit zu. Und ich weiß nicht, es kann über Nacht gehen. Hier, wenn wir haben mehrere hundert Atombomben in Deutschland im Rammstein stationiert, ja, wenn da was losgeht, dann geht hier bei uns in Deutschland was los. Ja. Hier, ein Bayer hat einmal gesagt, dumme Kälber wählen ihr Schlechter selber. Dumme Kälber. Und die Deutschen sind vielleicht dumme Kälber. Gott bestimmt alles und ist alles schon festgelegt. Aber Deutschland hat eine Funktion in aller Liebe. Wir müssen auf unsere Bestimmung achten, sonst wird unser Leben missbraucht von irgendjemand anders. Lebe und werde nicht gelebt von irgendjemandem. Unsere inneren Wünsche und so weiter deuten auf unsere Bestimmung an. Ja, der deutsche Mensch, der Germane, in aller Liebe, ich bin kein Nazi, glaub mir das, ja, ich bin gar nicht, habe mit Nazis nichts zu tun, aber du hast eine Bestimmung und jeder Mensch hat eine Bestimmung. Und wenn du das sagst, du bist gleich aus, bist konservativ, bist ein Verschwörer, bist ein, ja, was weiß ich, ob in der Opposition. Deine Bestimmung ist Erwählung, Erwählung durch das Gnadenwerk Gottes. Ja, Gnade ist nicht Verdienst. Wir haben nichts verdient. Ich habe nicht verdient, dass ich in Deutschland bin.
Ich habe ein Stipendium gehabt für Amerika, in den USA zu studieren. Da wäre ich wahrscheinlich dort geblieben. Aber ich habe gesagt, nein, meine Berufung ist in Deutschland. Und ich predige in Deutschland seit 50 Jahren. Ja. Und das ist Gnade. Und ich bin dankbar, dass ich erfolgreich sein kann. In 5. Mose Kapitel 7, Vers 7, da heißt es, nicht weil ihr mehr wert als alle anderen Völker, hat der Herr euch zugewandt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter den Völkern, Israel, mein Volk. Ja, und in Lukas Kapitel 6, Vers 12, da heißt es, und es geschah an diesen Tagen, da ging ihr auf den Berg hinaus, und ja, und um zu beten, und dann plötzlich in der Nacht, da rief er seine Jünger, berief jeden Einzelnen nacheinander, auch den Judas. Der Herr Jesus berief auch den Judas, nachdem er ja eine ganze Nacht gebetet hat. Judas, komm her, folge mir nach. Und hat sogar Judas als Gemeindesekretär gemacht, die Kasse übergeben. Ja, dass Judas sehr viel vertraut. Jesus erwählte seine Jünger und die Gemeinde Jesu, ihr hier, wie ihr miteinander seid oder wie wir sind, oder weltweit, wir sind ja nicht nur ein paar Leute hier, sondern wir sind eine weltweite Gemeinde, verbunden mit so vielen Christen weltweit. Und wir sind Jünger Jesu, erwählt von dem Herrn vor Grundlegung der Welt. In Epheser Kapitel 1, Vers 3, da heißt es, gepriesen sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit allerlei geistlichen Segnungen in der himmlischen Welt. Ja, und er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Ja, da gab es noch keinen Regenwurm, noch keinen Regentropfen, noch keinen Sonnenstrahl, noch gar nichts. Hat Gott dich und mich erwählt. Ja, wir kommen aus der Ewigkeit, leben für die Ewigkeit, sterben für die Ewigkeit und gehen in die Ewigkeit ein. Das ist das Wichtigste. Ja, und unser Leben muss bereit sein. Das kann heute schon abberufen sein. Plötzlich wachst du auf und die Welt ist nicht mehr da. Wir sind oben bei Gott. Ja, ja, ja. Es gibt 12 Stellen in der Bibel, dass die Gemeinde auserwählt ist. Und ja, Paulus schreibt an Timotheus Kapitel 5, Vers 21, ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, vor den auserwählten Engeln sogar, ich bezeuge, ihr seid auserwählt, jeder einzelne von euch. Und ich spreche hier über die Bestimmung, du hast eine Bestimmung für die Ewigkeit, in aller Liebe. Ja. Und dann, der Sohn, der Herr Jesus Christus ist ein der Auserwählte, aber wir alle sind Söhne und Töchter Gottes, ohne Ausnahme. Und in Lukas Kapitel 9, Vers 35, da heißt es, und es geschah eine Stimme aus der Wolke, und die sagte, dies ist mein auserwählter Sohn, auf den sollt ihr hören, ja, auf Jesus Christus, sollt ihr hören. Also, Jesus ist auserwählt, die Auserwählten, die haben eine Bestimmung, für Gott da zu sein, für Gott zu leben, Gottes Werk zu tun, Gottes Arbeit zu vollführen. Gott ist an die Auserwählten sehr interessiert. Auch wenn wir vielleicht alt und schwach und gebrechlich sind und zittern und was weiß ich, was wir sind. Ja, wir sind Auserwählte Gottes. Gott hat uns lieb. Ich werde hier mich nicht auflösen. Als ich in Heilbronn noch lebte, ich lebte unter den Pershing-Raketen der Amerikaner, der Erstschlagwaffe. Überhaupt, wenn irgendwo in der Welt eine Rakete hochsteigt, da hat Heilbronn nur noch 8 Minuten Zeit zum Leben. Und ich wusste, und ich wollte auswandern. Ich habe mir schon Grundstücke angeguckt in Kanada, wollte auswandern. Und dann hat Gott gesagt, fürchte dich nicht. Und dann lese ich im Jesaja-Buch, selbst wenn die Steine schmelzen, du bist in meiner Hand. Selbst wenn die Steine schmelzen, ja, wenn Atomkrieg ausbricht, du brauchst keine Angst haben von all diesen Dingen. Du hast eine Bestimmung und Gott hat dich bestimmt für die Ewigkeit zu dienen an seinem Thron, ja, auf, ein- und auszugehen vor seinem Angesicht. Ich werde mich nicht auflösen, sondern ich werde bei Gott wieder entstehen, wenn ich mich hier auflöse, verschiss, verdampfe, verschiss. Ist okay. Besser als wenn die Würmer mich fressen und wenn ich verbrannt werde oder was auch immer ist. Ich werde verdampfen, verstehst du, und dann mich bei Gott wieder auflösen. Ist das nicht toll? Halleluja. Gott führt die Auserwählten, 5. Mose Kapitel 32, Vers 11, wie ein Adler hier, schau diesen Adler an, seine Jungen ausführt und so weiter, über ihnen schwebt und so weiter und seine Fittichen ausbreitet. Guck, was der für Flügel hat, der Kerl. Ja, der hat gewaltige Flügel, ja. Und auf diesem Flügel werden wir getragen, Lob und Dank, ja. Und du kannst sicher sagen, Gott verschafft Recht den Auserwählten hier, die zu ihm beten. Und deshalb ist es so wichtig, dass du mit dem Himmel Kontakt hast, mit dem ausländischen Geheimdienst, Lob und Dank, mit dem ausländischen Geheimdienst.
Ja, die Menschen haben eine Bestimmung vor Gott. Er wird sie versorgen und so weiter. Er wird sie tragen, er wird sie schützen. Gott wird es tun. Ich habe keine Angst. Und deshalb, ich fürchte mich nicht. Ich predige die letzte Zeit über den Tod. Warum? Weil wir alle sterben müssen, früher oder später. Wir alle. Der eine mit 20 und der nächste mit 100 oder 120. Ja. Aber der Herr beschützt dich seinen Auserwählten und der Herr sagt, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Du bist sicher in Jesu Händen, geborgen für Zeit und Ewigkeit. Römer Kapitel 8, Vers 30, da lese ich nicht nur 28, verstehst du, im Weißen lesen nur Römer 8, 28, aber ich lese jetzt Römer 8, 30. Welche er berufen hat, die hat er auch verordnet und welche, die hat er auch gerecht gemacht und welche gerecht gemacht hat, die hat er auch herrlich gemacht. Was glaubst du? Ich war einmal im Himmel beim Fasten und Beten, da wurde ich entrückt. Das ist was ganz Tolles, wenn man entrückt wird, ja. Und man sieht die Herrlichkeit Gottes, das Angesicht Gottes. Und ich habe mich selber gesehen. Und ich habe den Engel, der mich begleitet hat, gefragt, wer ist das? Dann sagt der Engel, das bist du. Ja? Wunderbar gerüstet in einer goldenen Rüstung. Nicht nur Blei und Metall und was weiß ich, sondern eine goldene Rüstung. Da stand ich da. Wer ist das? Das bist du. Halleluja. Wenn du dich einmal in der Herrlichkeit Gottes siehst, denkst du anders, lebst du anders, singst du anders, betest du anders, predigst du anders, was auch immer es sei. Ja. Deutschland, glaube an deine Bestimmung. Auch Deutschland hat eine Bestimmung. Ich habe hier zwei Bücher, die jetzt nacheinander erschienen sind. Einmal Brennpunkt, das möchte ich euch empfehlen. Das ist über die Nationen China, Syrien und Deutschland. Deutschland steht in der Bibel, das glaubst du gar nicht. Deutschland steht in der Bibel und die meisten Menschen denken, Deutschland, das ist so nobody, Mr. Niemand. Nein, Deutschland steht in der Bibel. Hier Brennpunkt und dann das zweite Buch. Ist erst die Tage erschienen, brisant, eine Studie über die Weltgeschichte, über Gog, Magog, das steht in der Bibel, aber die meisten Menschen wissen damit gar nichts anzufangen, wissen gar nichts davon anzufangen. Ja, ja, lass dich nicht von den Freimaurern, Amerikanern oder wen weiß ich sonst noch kontrollieren von der EU, von diesen ganzen Bauern da, wo die selbst nichts sind und nichts können, ja. Der Bruder Scholz, unser Bürgermeister, unser Präsident, verstehst du, Olaf Scholz, macht schon richtig, wenn er den Ukrainer nicht alles liefert, was sie wollen. Ja, er ist kein Schwächling. Ja, er weiß, was er tut. Er ist sehr bedacht, sehr langsam, vielleicht viel zu langsam, was auch immer ist. Aber seine Hände sind gebunden. Und ich bin froh, wenn wir solche Politiker haben, wie Bruder Scholz, verstehst du, dass nicht alles macht. Ja. Denk an deine Bestimmung und jeder hat eine Bestimmung, auch der Ministerpräsident, der Bundeskanzler, wer auch immer. In wessen Auftrag handelst du, wessen Angelegenheit führst du aus, ja, wessen Bedingungen und erfüllst du. Viele sind im Dienste Satans, lassen sich treiben, was die anderen sagen und manipulieren. Ja. Wäre nicht sprachlos Satans, jetzt haben die in Brandenburg Wahl. Ich habe mit meinem Sohn gesprochen. Du kannst nicht einmal mit deinen Angehörigen sprechen. Die wählen sowieso die falsche Partei. In aller Liebe, die wählen die falsche Partei. Die Menschen werden überwacht, sie werden kontrolliert. Sie werden, was weiß ich alles, verstehst du, sie werden manipuliert. Und zwar ganz massiv. Die sind vom Teufel, die sind vom Teufel, ja. Und die darfst du nicht wählen, die sind vom Teufel, ja. Aber so viele Menschen sind da hingegeben, in aller Liebe. Aber deshalb bereite ich euch vor auf die Ewigkeit. Du lebst für die Ewigkeit, du hast eine Bestimmung für dein persönliches Leben. Ja, und es lohnt sich zu warten. Ich habe schon so viele Leute begleitet in der Sterbestunde. Das mache ich ganz gerne, verstehst du? Begleite sie auf die Ewigkeit zu. Das ist meine Arbeit, meine Aufgabe. Nicht nur, dass ich was zelebriere. Lob und Dank, Preis und was weiß ich alles. Nein, ich helfe den Leuten, die Ewigkeit zu erreichen. Wie auch immer, ich helfe den Leuten. Du musst einfach leben. Du hast eine Bestimmung. Ja, du hast eine Bestimmung. Du musst nicht in dein Unglück laufen, die Kälber, die selbst ihren Metzger bestellen, wie der Bayer gesagt hat, hier, verstehst du es? Ja, die meisten bestellen ihren Metzger selber. Und dann erleben sie das Fiasko, was ist mit mir los? Ja, was ist mit mir los, was passiert mit mir? Wer entscheidet über dein Leben?
Ja, wer entscheidet? Du sagst Jesus, aber ich bin gar nicht so sicher, dass der Herr Jesus es ist, verstehst du? So viele Christen nennen sich Christen, CDU, CSU, was weiß ich, bibeltreue Christenpartei, Bibelpartei, was für Partei auch immer. Es gibt einen Geist der Kontrolle und der kommt ja vom Teufel, dass du kontrolliert wirst, mach das, mach dies. Ja, lass uns zusammen aufstehen, lass uns zusammen sitzen bleiben. Wir werden so manipuliert und wir merken es gar nicht. Ja. Wenn Gott nicht dein Leben bestimmt, dann machst du etwas falsch in deinem Leben. Weißt du, Gott muss unser Leben bestimmen, wo du hingehst, was du machst, was du sagst, was du tust, was du isst, wie du dich verhältst. Ja. Falsch verstandene Erwählung, Berufung und Bestimmung kann dich ja, in der Katastrophe führen und wirkt sich auf dein Leben aus. Ja. Der Same, merkst du, es wird in die Erde gestreut, so ein Kürschen. Hast du schon mal einen Karottensamen gesehen, wie groß dieser Same ist, oder Senfkornsame, wenn du wenigstens die Bibel liest, Senfkornsame, ja. Und dann plötzlich entwickelt es sich zu was Großem, was, ja, was Essbarem. Falsch verstandene Erwählung endet in eine Katastrophe. Falsch verstandene Erwählung. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Kennst du diese Sprüche? Ja, hat, was da passiert ist, verstehst du? Und da ist die Welt krank geworden, kaputt geworden, ruiniert worden. Aber von wem auch immer. Geh mal in die Hintergründe, forsch mal nach, google mal ein bisschen und dann wirst du merken, wer stand hinter Hitler, wer hat Hitler unterstützt? Die Amerikaner! Ja, Ford war der Erste, der Oberste, der die Amerikaner unterstützt hat. Ja, und Ford war ein Heiliger für den Hitler. Ja, und die haben den Hitler unterstützt. Ja, wer hat die unterstützt? Ja, falsche Erwählung. Ja, der Boden bestimmt, was aus dem Leben wird. Ja. Die Menschen sind okay. Die Menschen wollen ihren Frieden haben, sie wollen sich entfalten, sie wollen glücklich sein, sie wollen, ja, was weiß ich, die Welt genießen. Gegen deinen Willen bist du geboren. Das ist deine Bestimmung. Gegen deinen Willen. Mich hat niemand gefragt, Johannes, willst du zur Welt kommen? Ja, der hat mich gezeugt, also Panschall, und dann bin ich da geworden, da hierher gekommen. Ja, und so bist du auch nicht anders zur Welt gekommen, durch einen Panschall. Ja. Gegen deinen Willen bist du erschaffen worden. Gegen deinen Willen lebst du. Du willst gar nicht leben. Und manche Leute wollen auch gar nicht leben. Denn das Leben bringt ihnen nichts. Ja. Gegen deinen Willen willst du auch sterben. Du willst nicht sterben, aber du musst sterben. Und jedem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Alles geschieht gegen deinen Willen. In aller Liebe. Das ist die Bestimmung. Ja. Du lebst hier in Deutschland, könntest auch auswandern, aber du willst nicht. Verstehst du, woanders ist es auch nicht besser. Mein Vater hat gesagt, da wo du nicht bist, das lecken die Kälber Honig. Das ist das Paradies auf Erden. Ja. Ja, du lebst gegen deinen Willen. Du meinst, ja, du hast freien Willen, aber du hast keinen freien Willen. In aller Liebe. Ja, wen lässt du über dein Leben bestimmen? Ja, ich spreche über deine Bestimmung. Wir haben eine Bestimmung. Wenn Gott dein Leben bestimmt, wirst du auch ganz anders leben, ganz anders reagieren, dich ganz anders benehmen. Gott verstärkt dein Leben. Halleluja, Gott verstärkt dein Leben. Denn Gott ist ein Förderer. Er fördert dich zum Segen, zum Glück, zur Freude. Ja, er will das Beste für dein Leben, auch wenn die Leute es nicht dir gönnen. Schicksalsglaube ist im Christentum unmöglich. Die Bibel spricht vom Ratschluss Gottes, vom Willen Gottes und was weiß ich alles. Ja, wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Wenn du Gott sehen willst, schau dich an, schau deinen Nachbar an, schau deine Nachbarin an oder schau mich an. Verstehst du? Oder schau dich selber vorm Spiegel an. Das ist der Mensch, der Gott liebt. Wir haben in Stuttgart eine Aktion gemacht, wir haben so Taschenspiegel verteilt. Ja, zuerst mal den Spiegel und dann dreh auf der Rückseite, dann siehst du den Menschen, den Gott liebt. Ja? Er liebt dich und mich. Er liebt uns. Wir sind von Gott bestimmt. Wir haben eine hohe Bestimmung. Der Ursprung aller Dinge ist im Herzen Gottes. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Ja? Und du bist nach dem Bild Gottes geschaffen. Gott liebt den Menschen, weil er sein Ebenbild ist, weil er so reagiert und so handelt und so handeln kann und darf, wie der liebe Gott, verstehst du, er ist schöpferisch.
Sprich nur ein Wort, verstehst du? Und Macht liegt in deinen Worten wie in den Worten Gottes. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor. Und die Erde brachte hervor. Und das, was du sagst in deinen Worten, ob du es glaubst oder nicht, verstehst du, es kommt. Du alter Esel, dir in der Arche, hat nur einen Klaps gegeben und der Teufel überlebte damit. Ja. Was du sagst, das passiert. Es ist so wie Gott. Ja, du kannst ja, Gott nachhelfen, Gott unterstützen. Du bist als sein Geschöpf ein verlängerter Arm Gottes. Ja. Wenn du einmal die Ebenbildlichkeit Gottes in dir entdeckst, geht es dir wie Gott. Verstehst, fühlst dich wohl. Ja, weiß, wie es weitergeht. Unsere Versammlungen sind Gottes Versammlungen, aber unsere Enttäuschungen sind auch Gottes Enttäuschungen. Ja, alles, was wir erleben, das trifft Gott hautnah. Ja. Unsere Krisen sind Gottes Krisen. Unsere Krankheiten sind Gottes Krankheiten. Er trug für uns unser Leid mit auf nach Golgatha, Jesus Christus, sind seine Krankheiten. Sei sicher, ja, unsere Sorgen sind Gottes Sorgen, preis dem Herrn. Ja, Gott liebt uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Wir haben eine lebendige Seele, Halleluja. Ja, ich sprach die Tage über die Seele und jeder von uns hat eine lebendige Seele, preis dem Herrn. Ja, du liebe Seele, lass dir gut gehen. Ja, und schau auf den Herrn. Gott hat uns etwas geliehen, etwas anvertraut, die Seele. Und lass die Seele nicht verkümmern. Tu was für deine Seele. Und deshalb auch diese Predigt und die vielen Predigten auf meiner Seite www.matthäus.net. Verstehst du, geh da rein, da findest du tausende von Predigten. Verstehst du, ich will die Leute einfach ermutigen und sie zubereiten für die Ewigkeit. Wenn hier einmal knallt, dass du weißt, ich bin drüben bei Gott, Halleluja. Ich bin in der Herrlichkeit. Ich fürchte mich nicht. Die meisten Menschen tun so viel für ihr Fleisch, für die Glieder, dass sie fit sind, dass sie sich noch bewegen können, dass sie nicht zittern, nehmen sie Tabletten und was weiß ich für Zeug, verstehst du? Aber was tust du für deine Seele? Ja, was tust du für deine Seele? Nicht nur für deine Nerven. Was tust du für deine Seele? Gott hat uns sein Wort gegeben, das Wort. Durch das Wort wurde die Welt erschaffen. Das Wort, ja, dadurch wurde unsere Existenz hervorgerufen und dafür haben wir verdanken. Und ich danke Gott für das Wort. Ich glaube nicht an die Bibel. Weißt du, noch lange vor der Bibel wurde das mündlich überliefert. Das Wort Gottes hat der Vater an den Sohn weitergegeben, der Sohn an seinen Enkel und es ging weiter. Es wurde immer weitergegeben, bis irgendjemand auf die Idee kam, wir müssen aufschreiben, sonst vergessen wir das alles. Ja. Und so ist es erst 600 Jahre vor Christus die Bibel entstanden. Die Bibel ist noch gar nicht so alt. 2.500 Jahre, 3.000 Jahre höchstens, wo die Menschen es aufgeschrieben haben. Und dann haben sie von anderen übernommen, von den Babyloniern, von den Sumerern, von wem auch immer übernommen. Wir haben so viel von anderen übernommen. Das denkst du, das hat der liebe Gott offenbart. Vergiss es. Von Opa zum Enkel wurde das weiter überliefert. Ja, und das Wort Gottes, aber das wurde im Herzen immer neu erlebt. Du musst das Wort Gottes neu erleben, Tag für Tag. Ja, diese Bestimmung für das, wo du da bist. Weil Gott alle Menschen liebt, leidet er lieber mit ihnen, er lieber stirbt er selbst für seine Geschöpfe, so wie der Herr Jesus Christus auf Golgatha. Ja. Und zuletzt, am Anfang hat der Herr durch viele verschiedene Dinge geredet und zuletzt hat er durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Epheser Kapitel 2, Vers 18. Denn durch ihn, Christus, haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Jetzt brauchst du keinen Buchstaben. Verstehst? So viele Leute halten sich nur an den Buchstaben. Halte dich nicht an den Buchstaben. Der Buchstabe ist gut, verstehst du? A, B, C, D, E, F, G, verstehst du? Aber halte dich an das Wort, das Gott dir gegeben hat, ganz persönlich. Ja, das ist deine Bestimmung, deine Offenbarung für dein persönliches Leben. Ja, wir haben Zugang zum Leben durch die Offenbarung. Und alles, was wir haben, ist uns durch die Offenbarung gegeben. Egal, auch wenn wir mal einst früher unsere Vorfahren in der Höhle gewohnt haben oder irgendwo in der Wüste oder irgendwo in der Fremde waren. Gott hat sich offenbart, auf mannigfaltige Art und Weise. Wir haben Zugang zum Leben, zu der Fülle des Lebens. Ja, wenn es einen Gott gibt, Halleluja, der soll sich mir offenbaren. Ja, und er offenbart sich dir. Du brauchst eine neue Begegnung mit Gott. Such ihn. Ja, such ihn. Geh zum Vater, zu dem Schöpfer des Universums
und sagen, wer hat das alles geschaffen? Ist das alles von selbst entstanden? Nur Dumme glauben, dass alles von selbst entstanden ist. Evolution, verstehst du, das hat alles sich entwickelt. Jetzt haben sie sogar Darwin widerrufen in England. Da offiziell einige Wissenschaftler haben Darwin widerrufen, dass er sich geirrt hat in so viele Sachen. Und eines Tages wird der widerrufen und die anderen widerrufen. Aber Gott bleibt der alte Gott, der sich bewährt hat in alle Ewigkeit. Halleluja. Findet den Zugang zum Himmel, zum Thron Gottes, zu der Herrlichkeit Gottes. Zu Gottes Vaterherz. Daddy, Papa. Aber lieber Vater, das ist Hebräisch, muss nicht Hebräisch sagen. Sag Daddy, lieber, der liebe Gott versteht das, verstehst du? Babbel ein bisschen, verstehst du? Und Gott versteht dein Babbeln. Er versteht, aber lieber Vater, verstehst du, was du sagst? Gott ist barmherzig und gnädig. Er ist uns zugewandt. Gott will dir Gutes tun, mir sogar als je zuvor. Ich predige dies, sage, brauchst du Hilfe. Hör die Predigten hier im Internet. Erkenne deine Feinde. Wer ist dein Feind? Das ist der Teufel, der auf dich abgesehen hat, der dir ein Bein stellt, damit du nicht ans Ziel kommst. Und lebe nicht vom Geist der Armut, sondern Gott hat uns so reich gemacht. Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Und benimm dich auch so, verstehst du? Ich bin Sohn Gottes, fahrt auf die Seite, meine Panzer kommen. Preis dem Herrn. Sei nicht so zimperlich. Gott will uns segnen, er will uns helfen, er will uns fördern, er will uns entwickeln. In aller Liebe, Gottes Vater, Herr, sehnt sich, uns zu versorgen. Er fragt, Kind, was brauchst du? Was kann ich für dich tun? Wie oft fragt er dich, was kann ich für dich tun? Er möchte mit uns sein, uns begleiten, uns beschützen und uns ans Ziel bringen. Wir sind für den Thron bestimmt, nicht für die Hölle. Hör doch mit dem Quatsch auf. Wir sind für den Himmel bestimmt, um mit Jesus Christus zu regieren. Und zu dirigieren, was weiß ich alles. Gott hat uns noch viel zu sagen und zu geben. Lies die Bibel, meditiere Tag und Nacht über die Worte Gottes, so wie der liebe Moses dem Josua sagte, denk täglich nach über die Worte Gottes und du wirst Erfolg haben auf der ganzen Linie. Warum viele Leute Misserfolg haben, ist, weil sie nicht nachdenken. Sie leben wie Trottel in den Tag hinein. Lassen sie schlachten wie die Kälber, verstehst, suchen ihre Metzger selber aus. Leb von der Gnade Gottes. Es ist Erbarmen, dass ich hier sein kann. Ich freue mich in Jesus Christus, Halleluja. Ich bin einer, der die Gnade fand. Das ist meine Bestimmung. Und dafür hat Gott mich geschaffen. Alles ist Gnade. Sündenvergebung ist ein Akt der Gnade. Gott hat mit jedem von uns eine Absicht. Ich erwarte dich. Wann kommt mein Sohn zurück? Wann kommt meine Tochter zurück? Wie der Vater vom verlorenen Sohn, der wartet, der steht und guckt, kommt er? An den Schritten erkenne ich, das ist mein Junge. Wann kommt er zurück? In Apostelgeschichte 13, Vers 48, alle kamen zum Glauben, die zum ewigen Leben bestimmt sind. Alle, die zum ewigen Leben bestimmt sind, du bist zum ewigen Leben bestimmt. Ob du es glaubst, ob dir die Kirche das sagt, ob dir jemand das erlaubt. Und nein, du bist es automatisch von Gott bestimmt. Er hat dich modelliert als ein Gefäß zu seiner Ehre. Du bist für den Thron bestimmt. Gott verfolgt mit unserem Leben einen Zweck, einen ewigen Ratschluss. Er hat geschaffen, dass der in den Himmel kommt. Jeder Junge, jedes Mädel, das geboren wird, ist für den Himmel bestimmt. Die Jünger wurden erwählt zur Nachfolge Jesu. Sie wurden zum Dienst erwählt. Sie haben ihr Leben erfüllt als Zeugen Jesu Christi. Sie starben alle als Märtyrer. Halleluja. Sie starben alle als Märtyrer, alle Aposteln nacheinander. Wir sind erwählt, dem Sohne Gottes gleich zu werden, gekreuzigt zu werden. Die Rosemarie hat in der Nazareth-Kirchstraße da eine Kinderstunde gehalten und mein Enkel kommt, erzählt überall, ich muss gekreuzigt werden, ich muss sterben. Er hat überall erzählt, dass sogar der Vater im Kindergarten gerufen wurde, was ist mit dem Kind los, dass er überall erzählt, er muss gekreuzigt werden. Wir alle müssen gekreuzigt werden, unseren alten Menschen in den Tod geben, die das nicht kapiert haben, die leben am Leben vorbei. Wir sind erwählt, dem Sohn Gottes gleich zu werden. Römer Kapitel 8, Vers 29.
Gott hat alle, die er erwählt hat, dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Ja, du sollst so werden wie Jesus. Bettelarm, aber superreich. Ja, Jesus hat alles gehabt. Er war gut ausstaffiert für sein Leben. Gott hat mit deinem Leben einen Plan. Egal, was du darüber denkst, was die anderen darüber denken, lass dir die Buckel runterrutschen und sag, ihr könnt mir, ja, und mach weiter deine Arbeit. Ja, was andere denken, das geht dich gar nichts an, was Gott darüber denkt. Ja, wir haben mal eine Aktion gehabt in Heilbronn. So, wir haben die Leute auf der Straße so Interviews gefragt, möchten sie wissen, was Gott über sie denkt? Ja. Und ich war erstaunt, wie viele Leute es wissen möchten, was Gott über sie denkt. Nicht, was die Kirche über sie denkt, was der Pastor, der Pfarrer oder der Bischof oder der Papst über sie denkt, sondern was Gott über sie denkt. Ein interessantes Interview war das. Was denkt Gott über mich? Ja, lieber Bruder, liebe Schwester, frag dich selber, was denkt der liebe Gott über mich, über mein Leben? Ich möchte zwei Frauen aus der Bibel betrachten, die Lea und die Rahel. Ja. Die Lea, die hat ein bisschen blöde Augen gehabt, vielleicht hat sie geschielt, vielleicht hat sie keine Farbe in den Augen gehabt, vielleicht hat sie keine Pupillen gehabt, was weiß ich, wie das war. Ja? Und da war ein starker Kampf in der Familie Jakob zwischen Lea und Rahel. Und hier wird gezeigt, wie Gott handelt, anders als wir Menschen, ja? Oder wir Menschen gerne hätten. Jakob hat sich die Rahel erwählt, die super süße, schöne, blaue, dunkle Augen, was weiß ich, welche Augen, verstehst du? Und ja, aber der liebe Gott hat sich die Lea erwählt. Jetzt kannst du verrückt spielen, wenn du willst. Ja, Gott hat sich die Lea ausersehen und sie wurde die große Mutter Israels. Die Lea, nicht die Rahel, was der Jakob erwählt hatte. Ja, und die Lea wurde zur Hauptfrau Israels, die wichtigste Stimme Israels. Ja, und die wichtigsten Stämme stammen von der Lea, nicht von der Rahel. Ja, im Gegenteil. Sie ist menschlich gesehen die Zurückgesetzte, kein Star, keine Helden. Sie ist nicht im Rampenlicht und sie wurde von Gott auch nicht entschädigt. Aber die Lea, die hat die wichtigsten Stämme Israels zur Welt gebracht. Sie wurde übersehen, aber von Gott gesehen. Und wichtig ist, dass Gott dich sieht, dass Gott mich sieht, egal mir. Was die Menschen von mir denken, die können von mir denken, was sie wollen. Ich kann mir für das gar nichts kaufen. Ja, es wäre gut, wenn ich was kaufen könnte, aber ich kann das nicht, verstehst du? Das ist mir doch wurscht. Ja. Sie wurde von Gott gesehen. Die Liebe Jakobs aber war bei Rahel und sie war fruchtlos. Rahel war fruchtlos. Die ungeliebte Frau macht Jakob reich, macht Jakob groß, verschafft eine große Familie, ja, verschafft Israel. Gott steht auf der Seite der Lea, sie ist die Erwählte, die Lea. Lea braucht keinen Zaubertrank und keinen Liebesapfel. Verstehst du, wie der Rahel steht ja in der Bibel. Ja, sie braucht den ganzen Zauber nicht. Rahel stirbt bei der Geburt ihres zweiten Kindes, beim Benjamin. In dem Gebärkampf tobt ein Kampf, da verstehst du, und dann stirbt sie. Rahel, die geliebte Schönheit, ist doch ohne Kinderglück. Lea dagegen, sie ist fast erschöpft vor lauter Geburten. Diese ungeliebte, hässliche, ja, sie ist erschöpft, verstehst du? Ihre Mägde sind erschöpft. Lea hatte matte Augen, diese unscheinbare Lea, trübe, womöglich auch trübsinnig. Sie war vielleicht traurig in ihrem Leben. Mein Jakob liebt mich nicht, ja. Such nicht die Liebe bei den Menschen, das Wichtigste ist die Liebe bei Gott, in aller Liebe. Jakob in seiner Liebe ist blind. Ja, die Menschen sind blind in ihrer Liebe. Sie erkennen die Wahrheit nicht, merken nicht einmal, dass die Falsche am Morgen im Bett ist. Ja, das merkt der Kerl nicht, in aller Liebe. Während er Lea nicht eines Blickes würdig und so weiter, so verblendet in der Hochzeitsnacht, sucht die Falsche. Wo ist meine Rahel? Aber dann sagt der Lava, bei uns ist nicht die Sitte, so verstehst du. Zuerst die Alte, die Älteste und dann die Jüngere. Liebe hat Jakob blind gemacht für die Wirklichkeit, dem Willen Gottes, dem Ratschluss des Herrn. Lea, die Verletzliche, die Offenherzige, nicht die Dominante. Ja. Sie beherrscht die Zähne in aller Liebe. Ist anders als ihre Schwester, ganz anders als ihre Schwester. Lea, das Mauerblümchen,
das erst aufblüht, wenn die Sonne den Schatten von der Mauer verdrängt. Ja, die Sonne der Gerechtigkeit, Gott hat sie erwählt. Die Lea drückt ihren Glauben in den Namen ihrer Kinder aus. Sie lebt über ihre Kinder weiter. Ich habe meine Frau gefragt, Heidi, was ist der Sinn deines Lebens? Setzte sich gerade hin, so wie sie immer gemacht hat, wenn ich was Ernstes sie fragte, setzte sie sich gerade hin. Johannes, ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Das war alles. Ich habe gedacht, sie wird sagen, ich habe Gott gedient, ich habe mit dir mitgearbeitet, hier den freien neuen Nazareth-Kirche aufgebaut und das alles. Nein, ich habe dir 4 Kinder geschenkt. Und da drin lebt die Mutter weiter. Lebt die Mutter weiter. Das ist ihre Bestimmung. Rahel hatte andere Bestimmung als Lea. Sie musste durch Herzeleid gehen, ihren Josef zur Welt bringen. Ja, ihren Josef in aller Liebe. Ja. Und er wurde verkauft nach Ägypten. Sie hat Herzeleid erlebt. Und dann, als der Josef weg ist, noch einmal kriegt sie ein Kind, den Benjamin. Auch den muss sie mal loslassen. Falsch verstandene Erwählung endet immer in einer Katastrophe. Geschwister, das ist so wichtig. Verstehe deine Bestimmung richtig. Wozu bist du bestimmt? Ja, wozu bist du bestimmt? Auserwählt. Wenn es ohne Gott gemacht wird, ist es katastrophal. Das sehen wir bei den Fundamentalen, bei den Sekten, bei den Nazis, das sehen wir überall, bei dem Darwinismus, überall. Das sehen wir in der ganzen Welt. Falsch verstandene Erwählung. Wir. Ja, wir sind die alleinseligmachende Kirche, voll Teufel. Ja, wir sind nicht alleinseligmachende Kirche. Jesus ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit zu Gott. Er ist der einzige Weg. So falsch verstandene Erwählung führt in die Irre, wenn man behauptet, wir haben diese alleinselige Wahrheit, wir. Nein, ich habe nicht die Wahrheit und behaupte auch nicht und will auch gar nicht haben. Ja, mich interessiert die Wahrheit gar nicht, verstehst du? Ich habe den Heiland, das reicht mir vollkommen aus. Ist der Nähboden für Fanatismus, dieser Fanatismus, dass wir sind die einzigen Richtigen, die Wahren. Und hüte dich vor Leuten, die sagen, wir kommen in den Himmel. Die anderen nicht, verstehst du? Ich bin in Atlanta unten in den USA. Ich wollte eine charismatische Gemeinde kennenlernen, aber bei dem Pastor, wo ich war, das war ein Fundamentalist, der sagte, nein, zu denen fahren wir nicht. Denen hilft der Teufel, die Gemeinde bauen. Ja, so ein Unsinn. Der Teufel hilft niemand, eine Gemeinde zu bauen. Nicht einmal ihm, verstehst du? Ja, sei doch ehrlich, falsch erwähltes Verständnis führt zum Größenwahn. Und überall, wo Nationalismus ist, gibt es keine Erweckung. Überall, im Dritten Reich gab es keine Erweckung. In Amerika gibt es auch zurzeit keine Erweckung. Trump, und dann trampeln sie alle miteinander. Ja, und wollen selig werden. Ja, gibt es keine Erweckung. Überall, wo Fanatismus, Nationalismus ist, da gibt es keine Erweckung, wo es Größenwahn ist, wo Gott nicht die Ehre gegeben hat. Aber da, wo die Leute am Krieg fertig sind, verstehst du, wo sie am Boden liegen, wo nicht mehr weiter wissen, da gibt es Erweckungen. Ja, ist viel so wichtig. Ja, so wie der Pharisäer, bei den Juden gibt es keine Erweckung. Im Gegenteil, wir danken. Ich danke Gott, Halleluja. Ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie der und der und der und der. Ich faste und so weiter, was wir alles haben. Wir haben Frieden, was weiß ich, und wir haben doch keinen Frieden. Und ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie der Zöllner. Ich danke dir, Gott, ja. Und wenn du andere Leute kritisierst, gibt es bei dir keine geistige Bewegung. Tut sich der Heilige Geist bei dir nichts, da tut sich der Heilige Geist schwer. Gott, ich danke dir. Ja. Dank nicht so viel für den lieben Gott, verstehst du? Dank lieber und sag lieber Gott, sei mir Sünder gnädig. Hab mit mir Erbarmen, lieber Gott. Ja. Die Gläubigen werden erst nach der Annahme des Heils als Auserwählte bezeichnet. 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 4. Da heißt es, liebe Brüder von Gott, Geliebte, wir wissen, dass wir von Gott erwählt sind. Ja, und danke dir für deine Erwählung. Herr, ich danke dir, dass du mich erwählt hast. Ich habe kein blaues Blut, bin kein Adliger, ich bin vielleicht ein Lump, aber du hast mich erwählt. Halleluja, lieber Gott, mich erwählt. Ich darf dir dienen. Die Erwählten müssen in das Bild Jesu umgestaltet werden und das braucht 40 Jahre mindestens. Wie alt bist du? Überleg einmal, ob du schon umgestaltet worden bist. Die Erwählten brauchen dringend gegenseitige Ermahnung, Ermutigung,
lehrmäßige Ermutigung, ja, wachstümliche Heiligung. Das brauchen die Erwählten gegenseitig, ein würdiges Verhältnis zu Gott, ja, dass wir unsere Erwählung festmachen. Wir sehen, ja, wir sehen noch nicht, was wir sind, aber wir werden ihm gleich sein, eines Tages heißt in der Bibel, wir werden ihm gleich sein. Wir müssen noch durch viele Bewährungsproben gehen, also ich auf jeden Fall. Ja, ich muss mich bewähren in Kleinigkeiten. Salomo bat Gott um Weisheit. Lieber Gott, ich möchte das Volk regieren mit Weisheit, gib mir Verstand. Und er weiß gar nicht, was er bittet. Und die meisten wissen sowieso nicht, was sie beten. Ja, gib mir Weisheit. Und hat noch nicht einmal Amen gesagt. Da stehen zwei Frauen vor ihm. Ja, der eine mit einem lebendigen Kind und die andere mit einem toten Kind. Und so weiter. Und die haben die Kinder vertauscht. Du kennst die Geschichte, kannst nachlesen. Und dann muss er gleich alles unter Beweis stellen, seine Weisheit, verstehst du? Du bittest um Weisheit. Hör doch auf, um die Weisheit zu bitten, denn du musst gleich um die Ecke deine Weisheit unter Beweis stellen, ob du was verstehst oder nichts verstehst. Ja, gleich um die Ecke. Und was ist eine Bestimmung? Was ist deine, meine, unsere Bestimmung? Unser Leben wird von Gott bestimmt. Wir leben nach einem göttlichen Plan. Gib mir Weisheit. Und schon, du bist noch nicht zu der Haustüre draußen, ist das Problem da und muss das Problem bewältigen. Jesus war bestimmt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel, so steht es bei der Bibel. Jeder von uns hat eine göttliche Bestimmung, ob wir sie sehen oder nicht sehen, ob es uns passt oder nicht passt. Wir haben jeder Einzelne hat göttliche Bestimmung. Herr, ich danke dir, dass du mich erwählt hast. Ich bin nicht würdig, ich bin nicht wert. Ja, und dann wird Gott schon Gnade schenken. Gott ist der Töpfer. Ja, und er macht Gefäße zu Ehren und zu Unehren. Ich habe mal darüber nachgedacht, Gefäße zu Ehren, das möchte jeder sein. So eine schöne chinesische, japanische Blumenvase, was weiß ich, schön vermalt. Ja, aber weißt du, welche Gefäße am meisten gebraucht werden? Nachttöpfe. Ja, da, Nachttöpfe. Früher, verstehst du, jetzt hast du auf Toilette. Aber die Nachttöpfe waren Gefäße zur Unehre, verstehst du, da pinkelst rein und kackst rein und was weiß ich, was da reinmacht. Aber das sind Gefäße, die nötig sind zum Leben. Ohne denen würde so gar nicht zurechtkommen. Johannes der Täufer, er war für seine Zeit, für eine bestimmte Aufgabe berufen, zur Taufe am Jordan. Jeder hat eine Bestimmung, einen bestimmten Auftrag, vielleicht einen ganz kurzen Auftrag, ja. Eine bestimmte Gabe und Aufgabe, einen bestimmten Dienst erreicht einen bestimmten Kreis. Und ich habe mich festgelegt hier in dieser Predigtkirche. Ich predige fürs Internet zurzeit. Ich habe genug so gepredigt in Kirchen und Seelen und Zelten und was weiß ich alles. Habe ich genug gemacht. Aber heute erreiche ich in einer Predigt mehr, als ich damals in der Kirche erreicht habe. Oder da hätte ich ganz einen Monat predigen können, habe ich nicht immer so viel erreicht. Ich bin Gott dankbar für diese Möglichkeiten, die wir haben. Ja. Und jeder hat einen bestimmten Auftrag. Auch Jesus hat einen bestimmten Auftrag gehabt, uns zu erlösen. Und dann war er fertig. Dann geht er zum Vater im Himmel. Und dann bittet er für den Heiligen Geist. Auch der Heilige Geist hat einen bestimmten Auftrag. Ja. Uns zu trösten, uns beizustehen, Jesus zu verherrlichen, auch der Heilige Geist. Und wenn er das getan hat, lässt er uns in Ruhe, dann müssen wir selber weiterarbeiten. Wir Gläubige, unser Auftrag ist, Überwinder zu sein. Und da muss ich mein Leben lang dran arbeiten. Jeden Tag überwinden. Den allen inneren Schweinehund, du hast keinen, aber ich habe einen. Ja, den inneren Schweinehund. Und zu sagen, Johannes, nein, nein und nochmals nein. Ja, und dann stellst du dich quer, bist ein Querdenker. Ja, wir müssen überwinden, ja, und er sendet uns als Missionare, als seine Zeugen. Und ich missioniere gar nicht groß. Ich habe aufgehört zu missionieren. Der Herr muss die Menschen bekehren, nicht ich. Und solange der Herr die Menschen nicht bekehrt, ist der ganze Murks umsonst. Ja, ich habe so einen Fisch an meinem Auto. Dann kommt mein Nachbar und sagt, Herr Matulis, können Sie mir sagen, was das bedeutet? Meine Kollegin hat auch so einen Fisch am Auto. Und dann kann ich der Frau erklären, was so ein Fisch, oder dem Mann erklären, was so ein Fisch ist. Und er bekehrt sich und heiratet sogar eine Christin. Ja, heiratet eine Christin. In aller Liebe.
Du musst nicht missionieren. Der Heilige Geist überzeugt. Wir sind nur Zeugen Jesu Christi, Wegweiser und sagen, dort geht's lang oder da hinten, mehr nicht. Alles andere macht der liebe Gott. In 2. Mose Kapitel 3, Vers 14 sagt Gott zu Moses, ich bin, der ich bin, ich bin, der ich immer sein werde. Ich bin der Gleiche für alle Ewigkeit. Gott ändert sich nicht. Und Gott weckt nur das Interesse. Der Busch brennt und er verbrennt nicht. Und der Mose sagt, da gibt es das nicht. So etwas gibt es bei uns nicht. Verstehst du, dass ein Busch brennt und nicht verbrennt? Ich will hingehen und will sehen. Gott weckt Neugierde. Ja, macht neugierig auf irgendetwas. Moses erfährt, dass Gott der Dasein, der Gott ist. Ja, den hat er gar nicht gekannt. Dann muss er zum Pharao gehen. Wer schickt dich? Nicht Gott Jehova. Vergiss es. Der Dasein, der Gott. Halleluja. Der Dasein, der Gott. Der ewig Dasein, der Gott schickt dich. Der, der immer bei dir ist. Und du hast kein Schriebstück, gar nichts, kein Diploma. Der Dasein, der Gott schickt dich. Ja. Die Israeliten kannten Gott noch nicht. Sie hatten keine Ahnung, wer Gott ist. Aber sie wussten, der Daseinende. Halleluja. Du hast eine Bestimmung. Ja. Der Daseinende Gott ist bei uns, der immer da war. Schon beim Großvater, bei Uroma. Ja, und was weiß ich wo. Dieser Daseinende Gott. Guck mal, die Alten sind zurechtgekommen mit ihrem Glauben. Im Mittelalter, dunklen Mittelalter. Die waren glücklicher als wir heute im Materialismus. Ja, studier mal die Geschichte, geh mal diese Geschichte nach. Die Menschen im Mittelalter, die sind aus ihrem Dorf nicht rausgekommen, aber die waren glücklich, Halleluja, die waren glücklich. Und wichtig ist, dass du glücklich bist, dass du den Frieden hast, dass deine Familie gesund ist, ja, dass deine Kinder was werden, verstehst du, und auch glücklich sind. Die Israeliten hatten keine Ahnung, aber sie wussten, der Daseinende Gott, mein Gott, Halleluja, du bist mein Schild. Du hast meine Oma beschützt, meine Uropa beschützt, du wirst auch mich beschützen. Du bleibst derselbe. Und in der Bibel heißt Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Preis dem Herrn. Ja. Und das war das Problem. Ja, für die meisten Israeliten, sie konnten nicht sagen, das ist Gott Jehova oder El Shaddai oder Elohim oder wer sich sonst wie der Kerl geheißen hat, verstehst du? Die wussten gar nicht, wie der heißt, verstehst du? Das haben die Menschen die Namen gegeben, die Theologen. Ja, und was kreiert? Der Daseinende Gott ist mit mir. Und er bleibt bei mir. Sie kannten Gott nicht. Selbst Moses kannte ihn nicht. Musste 40 Jahre beim Jethro lernen, Schafe zu hüten, ein bisschen dumm bleiben, blem, blem. Ja, und dann kam er und begann sein Werk in der Wüste. Ja, begann. Er hat nur den einen Gott, den Daseinenden Gott erkannt, der mit ihm war, als er aus dem Wasser geholt wurde und den seine Mutter, seine Schwester, sein Bruder Aaron nicht erklären konnten. Dieser Daseinende Gott, das ist derselbe Gott. Gott musste ihm nicht sich umständlich offenbaren. Ja, erst am Busch begegnet er Gott. Wer bist du? Wer bin ich oder wer bist du, Gott? Ja. Wie soll ich nennen? Ja. Gott will ihn aus der Reserve locken. Und das ist, wie der liebe Gott die Menschen bekehrt, aus der Reserve locken. Er öffnet das Herz, der Daseinende Gott, der mich zustande gebracht hat, der mich geschaffen hat, der mich in diese Welt gesetzt hat, ja, der mich bei meinem Namen gerufen hat, der ist mein Gott, mein Heiland. Ja. Wer keine Ahnung von Gott hat, der kommt zuerst unter der Herrschaft fremder Mächte, unter Pharao zuerst mal, dann unter Jethro. Aber jetzt wird er unter dem allmächtigen Gott, der Daseinende, der Daseinende. Wer Gott nicht kennt, kennt sich selbst nicht, der kennt seine Sendung nicht, der hat keine Bestimmung für sein Leben. Und Gott wiederholte zweimal den Namen Moses, 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 ja, zieh deine Schuhe aus. Weißt du, was es heißt, zieh deine Schuhe aus? Wir begegnen Gott barfuß auf dieser Erde, verstehst du? Wir spüren diese Erde. Wir begegnen Gott barfuß. Ich ändere mich nicht. Ich lüge nicht, ja. Ich lasse dich nicht im Stich. Barfuß. Ja, die Spartaner in Spartacus, die Griechen, die alten Griechen da, die mussten barfuß laufen lernen, also bei ihrer, ja, wenn sie da reif wurden und so weiter. Und die muss lernen, barfuß laufen, egal über Steine, über Disteln, über Dornen, barfuß laufen. Und wenn sie Käse holen wollten, und das war auch ein Auftrag bei den Spartanern, lies mal die Geschichte,
der Spartakus-Geschichte und so weiter, da mussten die Jungs durch die Peitsche, wurden durchgepeitscht zuerst mal, bevor sie den Käse holen konnten für ihr Volk, für ihr Stamm, für ihre Leute, für ihre Familie. Die wurden durchgepeitscht. Und das zeigt mir auch in der Bibel, du wirst ohne Leiden nicht das Ziel erreichen. Du wirst durchgepeitscht, musst barfuß laufen, wie auch immer, verstehst? Ja, du musst dein Leben beweisen. Jesus ist derselbe, preis dem Herrn. Alles auf dieser Welt verändert doch Gott sich nicht. Ja, durchgepeitscht. Ohne Leiden keine Herrlichkeit. Der Opa von meiner Frau, Uropa, der Opa hat so ein Zeichen für sich gemacht und kam auch deshalb in KZ und starb in Mauthausen, als er das zweite Mal ins KZ kam, durch das Kreuz und die Krone. Und seine Predigt war, durch Kreuz gibt es die Krone. Durch Kreuz gibt es die Krone. Ohne Kreuz gibt es keine Krone. Habakuk Kapitel 2, Vers 3. Er sagt, was kommt? Ja, das kommt ganz gewiss, es findet statt, es wird kommen. Dienst du diesem unveränderlichen Gott, der immer derselbe ist? Erfüllst du deine Bestimmung, auch wenn du durchgepeitscht wirst? Verstehst? Wie die Spartaner. Ja, durchgepeitscht wirst. Du erfüllst Gottes Auftrag. Gott will nicht, dass jemand verloren werde. Aber wir müssen durch viel Leiden ins Reich Gottes gehen, durch viel Trübsal. Paulus schreibt durch viel Trübsal. Er war kein Spartaner, er war der Römer. Ja, und ein Jude. Rettung ist Gottes Bestimmung. Errettung, Heilung und Leben ist seine Bestimmung für uns. Diese Bestimmung muss durch, ja, nur angenommen werden. Ja, und einfach sich durchbücken, verstehst du, da ein Peitschenhieb und dort ein Peitschenhieb. Ja, durchhalten. Unsere Bestimmung muss angenommen werden und verwirklicht werden. Die meisten denken, wir sind im Schlaraffenland. Oh Gott, ich danke dir, Halleluja. Nein, hör doch auf zu danken. Im Himmel wirst du danken. Da wirst du noch Zeit haben zum Danken, ganze Ewigkeit dafür. Hier musst du das Werk des Überwinders vollbringen, ertragen, erdulden und das Kreuz auf dir tragen. Josefs Bestimmung war Politiker zu sein. Ja, er sollte regieren. Dazu war er bestimmt, der Sohn von der Rahel. Ja, Moses hatte auch eine Bestimmung, er sollte das Volk Gottes rausführen. Und als er fertig war, musste es an Josua abgeben. Josua sollte das Volk Gottes in das gelobte Land führen, nicht er. Verstehst du? Er hat es vermurkst irgendwo, ob das wahr war oder nicht, das lasse ich dahingestellt. Verstehst du? Aber er hat seine Berufung vermurkst. Anstatt zum Felsen zu reden, schlägt er den Felsen, hat nicht aufgehört, war so in der Routine drin. Ja, er dachte, das erste Mal hat funktioniert, diesmal wird es auch funktionieren. Vergiss es. Gott handelt jedes Mal neu und frisch. Ja, er hatte die Bestimmung von Anfang an festzumachen. Schon als Baby war er von Gott bestimmt, verstehst du, und brauchte 80 Jahre, bis er seine Bestimmung erreichte als Führer im Volk Gottes. Verstehst du, 80 Jahre, wer ist unter uns 80 Jahre? Höchstens unser Bruder Winfried. Ja, wer ist schon 80, verstehst du? Und hat die Berufung erreicht. Und erst in dem Alter beginnt der Moses so richtig das Volk Gottes 40 Jahre zu führen, aus den Ägypten durch die Wüste bis an den Toren des gelobten Landes. Wenn Gott bestimmt, die Menschen bestimmt für eine bestimmte Zeit, ja, dann will er auch für diese bestimmte Zeit gebrauchen. Ja, du kannst machen, was du willst, da funktioniert. Wir sind geboren, um Frucht zu bringen, um uns zu vermehren, die Erde zu füllen. Dazu sind wir geboren. Und dann haben wir unsere Arbeit getan und können gehen. Ja, ich habe die fürs Kinder geschenkt. Und dann stirbt sie, meine Frau. Ja. Jede Stadt hat eine Bestimmung, jedes Land hat eine Bestimmung, jedes Volk hat eine Bestimmung. Und hier in meinen Büchern noch einmal, ich möchte noch mal betonen, jedes Volk hier Brennpunkt, Nationen, China, Syrien und Deutschland. Deutschland hat eine Bestimmung, meine Leute. Diese Bücher könnt ihr bei Amazon kaufen oder bei dem Fromm-Verlag. Ja. Jedes Volk hat eine Bestimmung. Und die Germanen, also ich bin erstaunt, ich kenne Geschichte gut, ich liebe Geschichte, ich habe Geschichte gerne gehabt. Und die Germanen haben Rom kaputt gemacht, eine katholische Kirche kaputt gemacht, Reformation, Martin Luther. Ja, guck mal, was
Was wären wir ohne die Reformation? Die Deutschen. Deutschen haben ein Charisma und du hast auch ein Charisma für dein persönliches Leben. Jede Person. Lukas Kapitel 10, Vers 19. Wir haben eine Bestimmung, das Werk des Teufels zu zerstören. Nicht nur die Germanen, Rom zu zerstören, sondern das Werk Satans zu zerstören. Das ist unsere Bestimmung. Der Teufel ist unser Feind, nicht die Menschen. Ich kämpfe nicht gegen die Menschen. Ich liebe die Menschen, verstehst? Und jeder Mensch ist schön und gut und brav und lieb, verstehst? Nun, jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Aber der Teufel ist unser Gegner. Er ist ein Feind der Menschen, ein Menschenfeind. Er arbeitet gegen Gott, was auch immer ist. Und wir sollen die Werke Satans zerstören. Und Jesus sagt, wer nicht sammelt, der zerstreut. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen mit Fürstentümern und Mächten und Gewalten. Dämonen. Wir sollen Dämonen vertreiben. Wenn du einen negativen Gedanken, dummes Geschwätz hörst, sag hier, da ist die Tür. Der Zimmermann hat die Tür hier gemacht, geh raus. Ja, verschwinde. Ich will so Zeug nicht hören. Ja, oder leg den Hörer auf. Sei nicht so feige. Ja. Ich kriege zur Zeit so lauter Hacker, verstehst du, was weiß ich, wo der herkommt. Und ich klicke sie ab, einfach, ich lösche sie. Und dann hat gestern mir dieser Knölsch geschrieben, wir werden wild, wenn sie nicht reagieren. Wenn 900, was weiß ich, Euro will er haben von mir, dann wird er mich löschen, verstehst du was? Er hat so viel Informationen über mich gesammelt. Du kannst über mich so viele Informationen sammeln. Ich bin im Facebook, ich bin auf 20 Plattformen, Internetplattformen zu Hause, verstehst du? Kannst genug, wir haben genug Informationen gesammelt. Jetzt werde ich wild, wenn sie nicht zahlen, so und so viel. Was weiß ich, ja. Und ich lösche wieder. Der kann noch wilder werden. Ja, du sollst den Teufel wild machen, richtig wild machen. Ja, nicht annehmen. Der Teufel muss nicht ankommen, ja, und reagieren. Wir müssen Satan nicht annehmen oder anklicken. Der will nur, dass ich anklicke. Und dann habe ich einen Trojaner. Ich soll nur anklicken. Ich werde so die Dummen nicht anklicken. Wir werden teilhaftig ihrer Sünden, steht in der Bibel. Ja. Wir müssen nun das Werk des Heiligen Geistes tun, bereite meine Predigten vor, was auch immer ist, und ich lasse den Teufel ruhig wild werden. Ja. Er ist ja sowieso ein Wildesel, nach der Bibel. Ja, Elia verursachte dem Ahab Probleme. Ja, prophetische Menschen, die an Gott glauben, die den Heiligen Geist haben, die machen den Teufel wild. Wenn berufene Menschen anfangen, Gott zu dienen, haben sie Autorität, Schlangen und Skorpione zu vertreiben. Psch, 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 psch. Verstehst? Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben einen Skorpion gesehen, in Litauen, ja, auf der Straße. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Skorpion gesehen. Ja, und dann habe ich nur gesagt, psch, 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 psch. Ja, und dann hat er den Schwanz eingezogen da und dann ist abgezogen. Ja. Wir müssen einfach feststehen und mutig sein und nicht weichen. Wenn du läufst, jagt dich der Hund. Ja, der denkt, du willst mit ihm spielen. Es ist so wichtig, dass wir ja, unseren Glauben ausleben, unsere Bestimmung ausleben, ruhig bleiben und einfach das tun, was wir wissen, was gut ist und was richtig ist. Und lass die Hunde bellen, so viel sie wollen. Ja, Hunde, die bellen, die beißen nicht. Ob wir das wissen, ist eine andere Frage, aber das ist so. Ja, fange an zu geben und du durchbrichst den Teufelskreis, den Geist der Armut, wovon ich da die Tage gesprochen habe, den Geist des Mangels. Spotte den Teufel, die Welt, und ich spotte dich, nehme die Freiheit zu spotten. Die spotten über mich ja auch, verstehst du? Warum soll ich nicht den Teufel spotten? Ja, lästern, ja. Und ich preise die Wunder Gottes. Wie groß ist mein Gott? Kein anderer wäre. Wer teilte die Fluten von dem Roten Meer? Er. Ja. Ich habe einen Juden vom Bibelcenter von Ölberg, also der war nicht gläubig, der war nur ein Jude. Und er sagt, und wir singen das Lied, wie groß ist mein Gott? Und er sagt, Bruder, mal du, das Lied ist nicht wahr. Wir sind gar nicht durchs Rote Meer gezogen, wir sind nur durchs Schilfmeer gegangen, das Wasser war nur so tief. Ich habe gesagt, Halleluja, und dann habe ich eine Predigt draus gemacht. Gott lässt sogar die Ägypter in so einem tiefen Wasser ertrinken. Ja, wie auch immer, preise Gott, bring den Teufel zum Schweigen, hast eine Bestimmung, du bist für den Thron bestimmt, Halleluja.
das Ziel zu erreichen, dafür bist du bestimmt. Preise Gott. Und Gott sagt in Offenbarung Kapitel 3, Vers 10, weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren auch vor der großen Versuchung, die über die ganze Welt gehen wird. Preise Gott. Ja. Vater im Himmel, ich danke dir, ja, dass wir alle eine Bestimmung haben. Alle meine Geschwister, die hier sitzen und die meine Predigt jetzt im Augenblick hören, wo auch immer auf dieser Welt, Halleluja. Ja, sie haben eine Bestimmung von der Ewigkeit hier, deine Ziele und deine Absichten zu realisieren und so weiter. Herr, und hilf meine Geschwistern, wo sie auch sind, das Lebensthema auszuleben, das Lebensthema zu verwirklichen in ihrem Dasein. Gott, ich segne sie. Vater, im Namen Jesu Christi, Halleluja. Der Segen Gottes möge mit euch sein. Halleluja. Wir hören ein Lied. Deine Nähe macht mich froh. Halleluja. Und währenddessen nehmen wir unser Morgenopfer auf. Gott möge uns segnen. Preist dem Herrn. Gott segne euch und Gott sei mit euch. Und jetzt die Musik ab.